Einen schönen guten Abend, hier ist wieder euer Schwätzer TV. Mein Name ist Sebastian Batz und ich stehe mit unserem Trainer Daniel Ciemen und Michael Fink. Michael, Frage, 40. Geburtstag, gut gefeiert? Ja, locker gefeiert, also kaum was gemacht. Wir hatten ja Training und am nächsten Tag war wieder Training. Unter der Woche ist es ja schwierig, da groß Halligalli zu machen. Vor allen Dingen jetzt gerade in der Pandemiezeit ist es natürlich so oder so schwierig. Werde es ein bisschen am Wochenende nachholen, mit gemütlichem Essen gehen, mit ein paar Freunden, aber sonst nichts Großes. Ich glaube, für unsere Zuschauer auch mal interessant, wie sieht so euer Tag aus? Wie viel besprecht ihr? Wie oft ruft ihr euch an? Gerade auch, weil du ja selber noch mittrainierst. Erklärt mal unseren Zuschauern, wie sieht das Ganze aus? Ja, wir sind eigentlich trotzdem auch vor dem Training oder nach dem Training in Kontakt. Erstmal vor Ort noch und wenn wir dann wegfahren und fällt uns noch irgendwas ein, was wir noch besprechen müssen, telefonieren wir natürlich auch miteinander oder schicken uns WhatsApp. Also wir sind da eigentlich jeden Tag, ich würde sagen, fast länger in Austausch, wie ich mit meiner Frau im Austausch bin. Aber ja, wir besprechen eigentlich sehr viel und geht schon viel Zeit drauf auf jeden Fall. Wie sieht so die Aufteilung aus, Daniel? Habt ihr so eine feste Aufteilung auch noch mit dem Herrn Niesner zusammen? Wer macht da was? Ja, also es gibt schon die Aufteilung, dass Mischa und Marco für die Standards zuständig sind. Marcel wird da auch natürlich unterstützend helfen, wird aber da auch in der individuellen Analyse viel machen. Und ja, so ist die Aufteilung. Das passt ganz gut, aber wir ergänzen uns und fragen natürlich und versuchen da natürlich immer wieder miteinander zu arbeiten. Dann hat der ein oder andere vielleicht dann noch eine Idee. Und manchmal ist man ja auch in so einem Tunnelblick und dann ist es mal ganz gut, vielleicht auch, dass einer mal dann seine Meinung gibt, der vielleicht sich nicht direkt mit dem Thema beschäftigt. Und so haben wir einen guten Austausch und können uns so immer viele Sachen gut erarbeiten. Super, Michael, dann würde ich dich jetzt duschen schicken. Du kommst ja quasi direkt vom Training. Wir sehen uns Samstag. Toi, toi, toi. Danke, ciao. So, dann legen wir jetzt mal den Fokus auf Samstag. Samstag das Spiel in Waldkirmes gegen Waldkirmes. Daniel, wie sieht erstmal der Kader aus? Gut, also leider haben wir heute eine schlechte Nachricht bekommen. Benedikt dos Santos hat sich leider einen Faserriss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen. Sieht auf den Bildern jetzt schlimmer aus. Sein Wohlbefinden ist eigentlich ganz gut. Deswegen hoffen wir, dass er jetzt nicht so lange ausfällt. Ansonsten stehen toi 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 alle zur Verfügung. Auch Giuseppe Burgio hat jetzt die letzten zwei Tage das Mannschaftstraining komplett mitgemacht. Da müssen wir schauen, ob er da auch noch zu einem Kurzeinsatz kommt. Und somit stehen uns eine Woche vor dem Ligastart fast alle zur Verfügung. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich und so können wir gerne in dieses letzte Testspiel gehen. Ich meine, du hattest ja schon beim letzten Video gesagt, Waldkirmes nicht unterschätzen, spielen die Aufstiegsrunde. Wie wollen wir agieren? Möchtest du ein bisschen mehr abwarten und sagen, nee, lasst mal Waldkirmes das Spiel machen, wir schauen uns das mal das Ganze an? Oder sagst du, nee, wir wollen das Spiel machen, wir sind der Regionalligist, wir brauchen den Ball feuerfrei? Ja gut, wir wollen uns schon so ein bisschen daran orientieren, wie wir dann die Woche drauf vielleicht gegen Balingen auch spielen. Deswegen wird es nicht totales Angriffspressing sein. Wir werden da eine gute Mischung finden und treffen wir auf einen guten Gegner. Wird nochmal ein guter Test und alle werden nochmal ihre Einsatzminuten bekommen. Stürmer Makanda im Kader? Sehr schön. Gut, Daniel, dann war's das für heute. Wir sehen uns am Samstag. Viel Glück. Samstag.